Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner und wie ihr mal wieder sehen könnt, es ist Timelapse-Time. Timelapse-Time, sehr gut. Wir bleiben dabei, dass wir uns um die Holzplanken hier kümmern. Wir brauchen noch mehr Holzplanken als nur genau diese zwei. Und das hat auch zur Folge, dass wir wieder Fahrzeuge holen müssen. Und wir haben nicht mehr ganz so viel Kohle und unsere Fahrzeuge sind ziemlich verteilt auf der ganzen Karte, was uns dazu führt, dass wir uns jetzt einmal wieder kümmern müssen, die Fahrzeuge zu unserer Werkstatt zu bringen, damit wir die entweder verkaufen können oder upgraden können. Also, das machen wir jetzt nur so lange. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Musik und bis gleich. Come on and set the light in me.
Alright, alright. Also, wir brauchen mittlere Stämme. Ich habe auch eben gerade noch mal geschaut gehabt. Die kurzen Stämme brauchen wir, das ist sehr irritierend. Auf der einen Karte am See brauchen wir mittlere für die Planken und auf der Bergkamm brauchen wir kurze Stämme. Hier. Kurze Stämme, die haben wir immer geholt. Die brauchen wir hier für die Holzplankenproduktion und auf der anderen Karte sind es die mittleren Stämme. Der Tiger, der kann leider keine... Der Tiger kann leider keine mittleren Stämme nehmen. Den wollen wir aber sowieso hier verkaufen. Den will ich kurz einlagern. Den will ich hier einsetzen. So. Und den Vorongrad. Also ich hätte gerne nochmal einen International Hikes 520, denn, beziehungsweise, hier gucken wir nochmal kurz rein. Ich meine, der hat, da, der hat nämlich auch die Holz für mittelgroße Baumstämme. Ich glaube aber, dass wenn wir schauen nochmal, haben wir hier jetzt überhaupt, oh, wir haben, doch, wir haben den größten. Genau, das passt alles. Nee, wir nehmen hier mal andere. Die hier. So, haben wir hier noch irgendwelche Reifen, die wir verkaufen können? Ja, haben wir. Hochleistungswinde, lange Mediumwinde, Medium optimiert. Differentialsperre. Hinterradantrieb und so, jetzt brauchen wir nochmal den Aufbau, den richtigen, den hier. Und da überprüfen wir jetzt noch einmal. Da überprüfen wir jetzt nochmal, ob wir hiermit Anhänger haben können. Können wir. Das sieht ganz schön eng aus, aber das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Bei den kurzen Stämmen brauchen wir ja drei kurze Stämme transportieren und bekommen dann für jeden Stamm zwei Holzplanken. Jetzt bin ich super gespannt, wie das sein wird. Mit den mittleren Stämmen. Weil das bei den kurzen Stämmen ist ja schon eine sehr, sehr gute Ratio. Ich bin gerade unschlüssig. Wo war denn der? War der bei den Offroad? Nee. Habe ich ihn übersehen? Moment. Wir lassen mal alle hier dran. Da ist er. Heavy Duty. Ja. Also, wir den Warron gerade, den verkaufen wir. Den haben wir jetzt schon echt oft gehabt, oft benutzt. Schönes Teil. Aber so langsam müssen wir hier nochmal Platz machen. Medium optimierte Hochleistungswinde Medium. Wenn die teurer ist, müsste die doch eigentlich sogar besser sein, ne?
Diese optimierte Seilwinde für mittelschwere Trucks steigert dank dem verlängerten Seil und dem verbesserten Motor Überlebensfähigkeit. Diese Hochwinde verfügt über einen verbesserten Motor, ist in der Lage, selbst die schwersten Trucks mitsamt. Okay, wir nehmen hier, machen mal so einen Misch aus dem Fuhrpark. Holzaufbau, mittelgroße Stämme. Jetzt gucken wir nochmal hier kurz, was haben wir hier für einen Grill? Dachhörner. Da ist immer noch, dass mir fehlt, dass man irgendeinen Unterschied hat. Bei den Peripheriesachen, so Auspuff und sowas. Das müsste meiner Meinung nach auch noch einen Impact haben. Das wäre sehr nice, wenn das so wäre. Nee, wo ist er? Bin ich schon durch? Bin drüber, ja. Na, jetzt haben wir einen Monster-Trailer. Monster-Road-Train. Ich bin gespannt. Schalte den Motor aus. War das richtig? Wir müssen hier lang, weil von oben möchte ich kommen. Globale Karte am See. Von oben, damit wir gleich hier lang fahren können. Holzstämme holen können. Hier runter. Genau. Okay, also irgendwie behaved der ein bisschen komisch, finde ich, hinten dran. Der verhält sich irgendwie nicht so, wie es sein soll. Wir probieren es nochmal. Ansonsten, oh nee, das wäre echt schade. Ich fand es irgendwie gerade lustig, diesen Road Train zu haben. Aber guck mal, wie die Reifen auch durchdrehen, ne? Also, ist ja anormal. Guck mal, wie weit der einschlägt. Habt ihr das gesehen? Der nimmt die viel zu eng, die ganzen Kurven und alles. Und das ist wirklich, ich habe das Gefühl, und dabei, es ist, guck mal, wir verbrauchen 6 Liter, 7 Liter, 8 Liter, so um den Dreh rum. Und es fühlt sich an, wie als würde jemand auf der Bremse stehen. Richtig, als würde jemand
richtig bremsen. Und dabei macht sie überhaupt keinen Sinn, ne? Weil das Fahrzeug selbst, selbst wenn es keinen laufenden Motor hätte, sondern nur im Leerlauf wäre, wäre ja keine wirkliche Bremse für das Fahrzeug. Ja, und plötzlich geht er ab wie Schmitz Katz. Ja, also, was die Physik mit den Fahrzeugen macht, was sie da geändert haben bezüglich der Begleitfahrzeuge, das ist einfach Murks. Das ist einfach Murks. Aber gut. Müssen wir jetzt damit leben? Dann fahren wir halt erstmal nur in einer einfachen Kombination. Ja, hier runter, hier lang. Wie als hätte er nicht auch nicht genug Power. Also sobald es echt da um den Anhänger geht, um so einen Anhänger geht, hat man wirklich das Gefühl, das ist ein Stück Blei, was man da hinter sich herzieht. Unbeladen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein unbeladener Anhänger sich schon so anfühlt in Realität. So, aber das haben wir jetzt. Und wir fahren dann auch gleich weiter. Wir holen nicht den anderen jetzt erstmal hierher, sondern den lassen wir da jetzt stehen. Warte mal, da möchte ich ein Foto machen. So. Jetzt bin ich gespannt, ob und wie wir da vorne durchkommen, ob das überhaupt auch eine, ja, wie soll ich sagen, gute Idee war. Ah, da oben geht's lang. Ah, okay, okay. Ich dachte gerade, wir müssen hier durch das Wasser durch. Aber wir haben schon ganz schön hohen Schwerpunkt. Das merkt man richtig. Aber bis jetzt sieht noch alles tutti aus. Da unten sind wir ja eigentlich quasi schon wieder auf der Straße. Da müssen wir dann gucken, dass wir da nicht ins Schlingern kommen. Weil ich glaube, wenn der eine schöne Kippkante findet, hier der Anhänger,
Da macht's Kladderadatsch und dann liegt das nebendran. Jetzt müssen wir einmal kurz gucken, dass wir die Ausfahrt nicht verpassen. Ja, hier fahren wir. Uiuiuiui. Siehst du, ich sag ja, eine Kippkante ist da schon nicht ohne. Das geht ganz schnell, dann liegt der. Und dann viel Spaß, ne? Dann kannst du erstmal einen Holzkran holen. Und kannst du die einzelnen Holzstämme, und das war, ich erinnere mich, in Wisconsin, glaube ich. Wisconsin war das eine absolute Hölle. Ich habe da echt keinen Spaß dran gehabt. Das ist mir mehrmals da ja passiert, oder zumindest zwei, dreimal passiert. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Weil die kurzen Stämme holen, ist eigentlich eine echt einfache Sache. Und für eine einfache Fuhre kriegen wir 6 Holzplanken raus. Wenn ich jetzt mittlere Stämme transportiere, klar, ich kann in einer Fuhre jetzt wegen dem Anhänger ein bisschen mehr machen, aber da hatten wir vorher uns ja auch, ich sag mal, ein bisschen beholfen, indem wir ja 2 Fahrzeuge genommen haben. Und das ging ja eigentlich auch ganz gut. Dann müssten das doch jetzt hier, sag ich mal, also mindestens 8 erwarte ich. Oder? Mindestens 8 Holzplanken. Aber meine lieben Freunde, das werden wir erst in der nächsten Folge herausfinden. Ich hoffe, ich bin nicht zu fies damit. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und dann werden wir hier endlich Holzplanken einmal delivern können. Vielen, vielen Dank. Macht's gut, meine Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.